Wir sind zum Bären und halt gut die Sache. Ja! Hallo! Dankeschön an die Technik nochmal wunderbar. Auch einen herzlichen Applaus an die Regie, bitte schön. Ja, danke. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf auf diesem wunderbaren CSU-Parteitag. Und es ist ja wunderschön. Also ich habe gar nicht gewusst, dass man bei der CSU so schön für die Bus kann, gell? Aber was? Das ist SPD. Freue ich mich trotzdem, dass ich da bin, gell? Ich darf mich kurz herzlich vorstellen. Ich bin die vierte Annamiel von Blockzwerg. Ja, und Sie kennen mich bestimmt von meiner bayerischen Fernsehsendung, eine Gartensendung, Wirte und die Zipfelmützen. Oder vielleicht kennen Sie mich auch aus meiner Sendung mit Tipps rund um den Haushalt. Bürsteln mit Birte? Oder Sie kennen mich vielleicht als Chefermittlerin? Ja, aus der BR-Krimiserie Soko Thermomix. Ja, das bin ich. Ja, ich freue mich, dass ich da bin. Es ist so schön. Ja, nicht umsonst nennt man mich auch die weiß-blaue Allzweckwaffe. Ja, der guten Laune. Oder auch, wie manche sagen, die Frau Söder vom BR. Ja, und Grüß Gott! Ja, meine liebe Weltsensation, ich freue mich ja, dass Sie heute da sind bei uns, bei diesem wunderschönen Filibuster. Und mein lieber Bavaria, da kommt auch schon gleich die erste Frage von mir. Gell? So, jetzt fangen wir mal an. So als Superheld, was machst du denn da so? Ja, nein? Nicht gut? Aha, und was genau? Ja, da bist du, was? Und da vielleicht auch noch. Aha, die nächste Frage natürlich sofort. Ist das schwer? Nein, das geht schon. Okay. Ich mache nur von 8 bis um 7. Einmal 2 Stunden Mittag und dann nochmal bis um 6. Aha, und abends oder nachts? Nein, das ist überhaupt. Ja, mei, ich stehe erst auf. Dann schaue ich blöd. Dann gehen wir unten aus, dann holen wir die Süddeutsche. Aha, ja, das ist ja extrem spannend. Ja, dann frage ich vielleicht gleich direkt, ja, weil das interessiert uns ja alle brennend jetzt. Als Superheld, was sehen Sie da als Aufgabe? Ich rette Bayern! Aha, ist es noch zu retten? Wollen Sie es genau wissen? Ja, bitte, deswegen sind doch alle hier, die 300 Leute. Also ohne mich? Nein! Die CSU und ihre Mehrheit! Aha, braucht die CSU jetzt einen Superheld? Das ist ja spannend. Ja, weil, seitdem er weg ist, unser lieber Herr Gutenberg. Gell? Ja, das war ein Superheld wie ich, gell? Und alles, was er noch bei der CSU gelassen hat, das war sein kleiner Kopierer. Gell? Ja, du, seitdem sind sie bei der CSU alles nur noch am Kopieren. Aha, das ist ja interessant. Das heißt also, Sie sind recht politisch aktiv. Ja, freilich. Gell? Seitdem ich weiß, dass der Aigner und der Söder ein Nachfolger werden wollen von unserem guten König Seehofer. Gell? Und jetzt Obacht, der Aigner, das ist eine Frau. Die nimmt am Mo in Bayern 3 Arbeitsplätze weg. Und der Söder, das ist ein Franke, der nimmt am Mo in Bayern einen halben Arbeitsplatz weg. Braucht so, die braucht doch keiner. Ja, Moment mal, das heißt also, Sie sind politisch recht engagiert. Ja, freilich, seit dem Rauchverbot, gell? Wer hat denn das angefangen? Ha? So ein altkluges Öko-Küschperl, gell?
So ein Lamm hat er den Teebeutel im Zutzler. Hey, was hat der gewollt? Hat er gemacht? Einen Volksaufstand hat er gemacht. Gell? Einen polsrigen Scheit. Kruzifix braucht was. Erfolg. Erfolg in Bayern braucht es nicht. Im Volk steckt immer der Sozi. Aha, sind Sie Raucher? Ja, freilich. Ich habe schon geglaubt, da hat es einen Lungenkrebs noch gar nicht gegeben. Ah, das ist ja stark. Aber Sie wissen halt, gell? Man muss schon sagen. Also, schauen Sie her. Es ist halt so, Rauchen ist halt gesundheitsschädlich. Das weiß man. Wie einen schlechten Steckerlfisch zum Beispiel. Gell? Oder zum Beispiel auch so Atomkraft. Ja, genau! Da fängt es an! Mit dem Atomkraft! Gell? Wer hat denn das angefangen? Wer? Wo? Das war in Japan. Genau! Beim Chinesen! Gell? Und der Chinese ist immer noch ein Sozi. Gell? Der Kommunist, der Verreckte. Hat es denn das gebracht mit dem Fujikato? Hat es das gebracht? Da sehe ich da, wenn ein Wasser kommt, da sehe ich, da ist ein Wasser, na schalt man's ab als Atomkraft. Ja, aber wissen Sie, es war ein Tsunami. Sie hätten ihm schon gesagt, in dem Tsunami wäre schon. Ja, da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Mein lieber Captain Bavaria, bitte, sagen Sie uns doch, haben Sie irgendwelchen Punkteplan, wo Sie sagen, ja, freilich habe ich den. Achtung jetzt, Obacht, ich kämpfe für Folgendes. Erstens, die Einführung der Dienstleitung Dirndl und Lederhosen für die bayerische Polizei. Zweitens, ein jeder Papst kriegt eine bayerische Geburtsurkunde jetzt und rückwirkend für die letzten 3000 Jahre. Drittens, die linke Autobahnspur in Bayern bleibt reserviert für Audi und BMW. Und viertens, die bayerische Staatsanwaltschaft wird ersetzt durch ein königlich bayerisches CSU-Komitee. Mir waren am liebsten die damischen Ritter, aber wenn die keine Lust haben, dann geht vielleicht auch der Elferrat von Heizig. Wisch die Sauna. Wisch die Sauna? Na ja, bayerisch ist einer mit ein paar Preisen drin. Aha. Und was machen Sie? Ja, da will eine Praxis sich aufmachen und ein Kind da vorne und ein Knägel raus, gell? Und da unten drücke ich drauf und ein Kind da heiße Knägelsoße hinterher. Aha, und wie machen Sie das? Ja, ich lieg an, dann ziehe ich mit dem linken auf und dann drücke ich ab. Weil wenn du rechts gehst, wenn man auf den rechten ausgeht, leider sehr mit. Aha, ja, das ist ja interessant. Und jetzt sagen Sie uns noch geschwind, für wen würden Sie denn diese Waffe da einsetzen? Das kann ja gar nicht sein. Gegen wen? Gegen diese ganze linke Bagage, gell? Diese Tüpfelklatscher, wo ihr Wort halten. Und diese neugierige Presseschmierwitten ohne Maulkorb. Und solche Männer wie Sie, Dirndl und Weiber in Lederhosen. Und ich sitze ja auch ein gegen diese Windkraft-Sozis und gegen diese ganzen verreckten Mindestlohn-Norger-Zutzler, wo unsere armen alten Unternehmer in Bayern aussaugen wollen, nur ein Zick. Und ich setze meinen Gegenwerfer auch ein gegen die ganzen Zugreifen, ohne bayerischen Abstammungsnachweis, bis mindestens Druck zu den Agilopinier im Jahre 741 nach Christus. Aha, ja, das ist recht kurz, gell? Die Blocks jetzt haben ja einen bayerischen Stammbaum, der geht zurück bis in die Kreidezeit, gell? Ja, da haben Sie schon recht, das ist schon recht. Wir haben einen bayerischen Stammbaum, der geht zurück bis zum Urwald. Das ist ja interessant. Also eins zu wissen. Mein lieber Captain Bavaria, bitte abschließend sagen Sie unseren Zuhörern hier, weil die sind ja brennend interessiert, was machen Sie noch außer Kämpfen? Ich halte täglich eine Mahnwache vom bayerischen Landtag in München. Aha. Und für was? Damit die Leute sehen, ja, der Captain Bavaria weiß da etwas hin. Und wie machen wir das? Ja, ich halte 2 Stunden die Luft an. Und was wollen Sie damit sagen? Dass sich in Bayern fein nichts ändert. Und jetzt halte er hier die Luft an. Grüß euch, Servus, Achtung. Ja, das war unser Captain Bavaria. Also, und im Zweifel auch vielleicht schon mit der SPD, muss man sagen, überlegen müssen. Wir werden sehen, wir haben jedenfalls, also ich habe gestern eine E-Mail vorgelesen, die lese ich halt nicht mehr vor, wir erzählen die Geschichte dazu. Ja. Und zwar, Captain, du hast das schon ähnlich, wer weiß ja, wie der Captain Bavaria entspricht, man hat es gehört, und er sagt im Kino, dass man mit dem Atommüll, das was noch überbleibt, das schickt man zu den Preisen, weil die freuen sich bei uns aus Bayern. Da hat man geschrieben, dass er in Preußen geboren wurde
und dass er das jetzt unglaublich diskriminierend empfindet, was wir da im Kino für Werbung machen, und dass er also auf gar keinen Fall uns will. Deswegen haben wir schon was erreicht. Nein, so ist Komödie. So ist Komödie, der eine versteht es da nicht. Ja. Okay. Ja, Joe, bleibst du noch ein bisschen da? Ja, ich bleib gerne. Du bleibst noch ein bisschen da. Markus, vielen Dank. Ja. Vielen Dank nochmal, Dankeschön, auf Wiedersehen. Viel Spaß, Servus.